Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Planet Crafter. Wir stehen nach wie vor noch in dem neuen Gebiet, wobei, meine lieben Freunde, es heute gegen Abend, Spätnachmittagabend, wir haben es jetzt 19 Uhr fast, ist ein Update gekommen. Und dieses Update beinhaltet einen neuen Bunker in der üppigen Wüste mit neuer Überlieferung. Schreiben's. Geänderte Position der beiden neuen goldenen Truhen, also die Kisten, die was da in jedem neuen Gebiet gibt, die haben wir ja auch noch nicht gefunden, beziehungsweise ich habe ja noch gar nicht danach gesucht. Repariere leere oder unzugängliche Beutekisten, das ist auch neu. Und kleinere Verbesserungen hier und da. Okay, jetzt schauen wir aber nur schnell, weil, meine lieben Freunde, das was eben noch kommt, also das Fahrzeug, dass das da ist, ich glaube nicht, dass das dafür da ist, dass wir nur auf diesem Planeten herumehren. Das glaube ich nicht. Denn in den Update-News ist gestanden, dass es neue verschiedene Planeten mit verschiedenen Eigenschaften, Schneeplanet, Wüstenplanet, wir kennen sie ja von den Planeten, die was wir übers Portal anwählen können. Und ich schätze, dass da viel, viel mehr dann zum Terraformieren gibt. Wir dürfen gespannt sein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, und das finde ich sehr gut, ist dieser Spielstand noch lange nicht fertig. Noch lange nicht fertig. So, steig einmal aus, du bitte. So, trink das weg, was anderes zum Essen haben wir nicht. Wir haben Batterien da, Schlüssel. Das ist das, wo ich mir denke, okay, das können wir unterwegs brauchen. Aber das Gebiet schaut trotzdem nur leer aus. Naja, es hakt ein bisschen beim Reinladen. Okay, da sind Bäume. Die waren, glaube ich, vorher noch nicht. Es ist jetzt fraglich. Okay, na, danke. Es hat sich schon erledigt. Also im Auto habe ich das Gefühl, dass er sich besser lenkt. Schaut, da sind wir jetzt aber falsch. Ah, gestern habe ich den voll vergessen. Genau. Schauen wir halt schnell. Aber ich glaube, da habe ich nichts mehr stehen, weil das habe ich da beim letzten. Na, dort ist noch was. Aber der stört nicht, oder? Nein. Der hat da so wenig. Ah, der hat gar nichts drinnen. Geh dann weg. So, da stehen auch ein paar, aber die sind nur zwei, drei Stück. Schau, da fliegen Schmetterlinge. Ah, das war keiner.
Okay. Ja, dass ich die Drohnen. Ja, danke trotzdem nur mal für die Info. Ab und zu ist man echt so verblendet. Ich schätze mir, das passiert daran. Also das ist darum so, weil ich dieses Spiel jetzt nicht jeden Tag oder nicht sehr oft gespielt habe. Natürlich ist da in dem Spiel wieder ein wenig anders. Seven Days to Die ist auch wieder ein wenig anders und man kennt es ja. Ne? Aber andererseits, wenn ich alles perfekt machen würde, dann hätte ich nichts mehr zum Schreiben und das wollen wir ja auch nicht haben, oder? So, da ist eh nichts. Ich würde sagen, ab zum Fahrzeug und schauen wir sie. Das war ja klar. Jawohl, hau eine, dann da sparen wir uns das. Seht, das ist Gas, da kann ich in der Höhe bleiben. Ohne Probleme und man kann nachsehen. Ich kann auch stehen bleiben und das ist super. Ich kann die Höhe ändern, aber nur abwärts natürlich. Ne? Abwärts spielt sich da nichts, es sei denn. Nein, also aufwärts geht's nicht, da brauche ich Unterstützung durch eine Textur. Zum Beispiel, ne, dass ich hochkommen würde. Geht's hier und dann stehen wir da wieder an. So, jetzt geht's weiter. Komm. Seht ihr? Und in der Höhe kann ich dann auch bleiben. Das macht dann Sinn. So, da haben wir eine Truhe, aber ich glaube, die haben wir schon aufgemacht. Wir haben nur den Inhalt drin lassen. Ah, das ist super, da kann man gleich nachschauen. Die Bäume da, oder ich würde sagen, lassen wir es dabei stehen. Eventuell können wir es mal gegen andere austauschen, die was vielleicht besseren passen, so wie die roten eventuell. Da wird das Osmium, glaube ich, heißt das, abgebaut. Da haben wir noch was stehen. Der hat nichts drinnen. Genau. Nehmen wir mit. So. Jetzt. Okay, aber da. Dort stehen, aber die sind in Betrieb. Aber ich glaube, dass jetzt noch zur Streuer herumstehen, das glaube ich nicht. Die haben wir ja natürlich schon, logisch, weil sonst hätten wir es ja nicht erledigt. Da habe ich auch noch welche abgestellt, glaube ich, oder? Na, die dürften schon von ganz, ganz alleine. Ja, schau, da haben wir die Tiere. Jetzt habe ich das Auto zurückgelassen, ja. Ah, und ich weiß ja schon, wie man es einsteckt. Schau, da sind die Tiere. Sind das die einzigen? Nein, Blödsinn. Okay, das haben wir auch schon. Und da auch. Okay, ich würde sagen, zurück zum Fahrzeug. Ja, gehen wir aber da hinten wieder. Ist, glaube ich, besser. Fische. Ja, schau. Also die sind nicht von uns. Super. Da kriegen wir wieder Höhe. Und jetzt.
So, jetzt checken wir das neue Gebiet ab, würde ich sagen. Weil vielleicht finden wir ja die Truhen. Bis jetzt haben wir ja doch alle Truhen gefunden. Na komm. Ah, da unten ist der Nebel nicht herum. Oh ja, herum ist auch ein bisschen. Okay, aber da steht nichts mehr, ne? Die wachsen da schon von ganz, ganz alleine. Und da ist unser Fahrzeug. Ja, okay. Also direkt am Berg, da mag er dann nicht. Macht aber nichts. Er fährt so ganz gut. Jawohl. So, wir sind wieder da. Und jetzt schauen wir, wo der Eingang ist. Komisch, wo ich da das erste Mal da war, habe ich ihn sofort gefunden gehabt. Ich glaube, ich werde das Auto da stehen lassen. So, da, und da haben wir einen Knopf, da steht greifen. In dem Fall geht das jetzt ja nicht, weil ja das Inventar nicht leer ist. Darum funktioniert das jetzt nicht. Aber wenn das leer ist, dann da steckt man das Auto ein, dann hast du es im Inventar. Das war's, nur einen Slot verbraucht. Ideal, wenn es zum Beispiel in ein Portal gehst, ne? Wobei man denkt, mein Auto hat einer geschrieben, nicht in das Portal fahren, ne? Weil sonst das Fahrzeug verschwindet. Okay, da waren wir, da haben die Tiere gestreichelt. Würde sich aber optimal eignen für ein Versteck. Ne? Oh, also sehr, sehr gut, gell? Ja, was tue ich denn? Achso, da kann ich ja nicht aussortieren. Lassen wir es dabei noch drinnen. Da auch. Ja, herum nicht, aber naja, weißt du, man soll nichts unversucht lassen. Also da wissen wir, das ist der Nebel, zeichnet die Grenze ab. Ja, wo war denn der Eingang, sag einmal? Hä? Geh auf wieder! Mag er nicht. Okay, wenn es da nicht drauf geht, dann ist da auch nichts, ne? Aber ja, wenn man nicht aufkommt. Und alleine, dann ist da auch nichts. Der da war eventuell nur interessant, jetzt wird es dunkel auch noch.
die Lampe, gell? Okay, sieht nicht so aus, als ob da was wäre. Komm, trink. Das ist ein Käse. Wo ist denn da der Eingang, sag einmal? Da sind wir schon wieder woanders, oder? Nope. Gehört dazu. Oder auch nicht. Nein, das ist schon wieder was anderes. War da vielleicht der Eingang? Nein. Bitte, wo war denn der Eingang? So verpeilt sein Erste. Ja, weil das schnell, gell? Ich bin da reingekommen und hab den eigentlich relativ schnell gefunden gehabt. Also rein zufällig. Wow! Ja, ein Energiemultiplikator, den können wir eventuell wo dazu stecken. Wollen wir den auch haben. Egal. Wie gesagt, es wird mehrere Welten geben. Schau her, da, was ist das da? Haben sie ja gesagt, dass man da irgendwelche eventuelle Geheimnisse. Super, heute irre wieder umeinander. Naja, macht ja nichts, war ja gestern nicht anders. Ah. Hör mir auf, oder? Zack. Okay, kann man nichts erkennen. Da ist wieder was. Wo war denn der Eingang? So ein Käse. Ups, da geht's wieder runter. Jetzt. Also dass es da herum nicht ist, das ist mir schon klar, aber ich möchte es mir nur ansehen. Es sieht nämlich sehr, sehr gut aus. Also ich muss sagen, das haben sie wirklich toll gemacht. Gefällt mir sehr. So, wo ist der doofe Eingang? Ja, da komme ich schon wieder ins andere, aber das gehört da noch dazu. Dort ist er! Max. Dort ganz riesig. Ne? Aber gut, lassen wir ein bisschen umeinander fliegen. Die goldene Truhe fehlt uns ja auch noch.
Und nachdem da die Höhle ist, könnte es ja hier ganz, ganz warm werden. Da ist auch noch der blaue Truhe. Komm, runter ein wenig. Okay. Nein. Keine Truhe. Doch, upsi pupsi, da ist sie ja. Das Fahrzeug. Ja, scheiße, hein? Immer damit. Na, alles brauche ich aber nicht. Na, ist ein guter Samen. Nehmen wir es mit. Was tun wir denn da herum? So, gut. Die Truhe haben wir gefunden. Wir wissen, wo der Eingang ist. Da. Oder? Ja, da vorne. Und ja, lass uns da hineinfahren. Ich war da schon mit drinnen zu Fuß, aber die war leer. Ich habe nicht einmal gewusst, dass da Truhen drin sind. Ja, Truhen habe ich ja schon gesehen gehabt, aber ich habe keine angerührt. Nur goldene habe ich heute keine gesehen. Danach habe ich auch nicht gesucht, weil ich aber damit gar nicht gerechnet gehabt. Dass das ja schon da ist. Naja, da hätten wir aber einige auch kennen. He? So weit zum Auto. Egal. Egal, das macht ja nichts. Schau, da steht es ja schon. Das gute Stück. So, da und somit ist die Hütte voll. Innen ist ja das Feeling ja ein Hammer, speziell wenn du gar nichts siehst. Da springt man super. Oh. Schau, in die schön wohnen. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. So, die Lampe ist die Standard. Schauen wir kurz nach. Mod, nee. Dann lassen wir das so. Ja, ich hab's natürlich voll übertrieben. Ja, alles sehr gut. Aber ich will mir jetzt absolut nicht da der alles zumüllen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Grund dafür, dass mein Schiff in der Nähe dieses Planeten nicht mehr reagierte, etwas mit meiner Mission zu tun hat. Nachdem ich eine Weile was umhergewandert war, fand ich diesen Ort, an dem ich mich niederlassen konnte. Ich habe genug Vorräte, um ein paar Monate zu überleben. Ich muss nur einen Weg finden, mein Schiff zu reparieren. Ah, und das wird für uns dann zum Reparieren sein, das Schiff vielleicht, damit wir dann andere Welten anschauen. Da drüben oben ist unser Auto. Ich glaube, der Kräuterviech. Okay, könnte man wegmachen, ist nicht notwendig. Das ja, weil sonst kommen wir ja nicht weiter. Aber alles andere. Wenn man Eisen sammelt, ja, sonst. Schau her, da haben wir nur so eine Sicherung. Das gerne, wobei das brauche ich dabei noch nicht. Da haben wir die dabei da rein. Oder? Ja, schau, da gibt es Kleidung wieder mal.
wieder Mutationen, also DNA, die kann man abbauen. Da haben wir wieder einen Chip, einen Bauplan und 100.000 Nachrichten. Ich bin jetzt völlig sicher, dass ich Überreste einer anderen Zivilisation gefunden habe. Ich kann es nicht glauben. Entschuldigung. Könnte diese andere Rasse sein? Also könnte es diese andere Rasse sein, die wir kennengelernt haben und die vor so vielen Jahren völlig verschwunden ist? Ich muss diese Information um jeden Preis übermitteln. Ich habe es noch nicht geschafft, einen Kommunikationsweg einzurichten. Draußen wird der Sturm von Tag zu Tag stärker. Privater Plünderer, Missionsbeschreibung, Aufklärung. In letzter Zeit sind ungewöhnlich viele Schiffe verschiedener Konzerne im Sektor Ostitial Prime verschwunden. Erreichen Sie diesen Sektor und suchen Sie nach allen Informationen, die Sie finden können. Primäres Einsatzziel. Untersuchen Sie den Sektor und finden Sie Hinweise darüber, warum einige Schiffe scheinbar spurlos verschwunden sind. Sekundäre Einsatzziele. Finden und melden Sie feindliche Lebensformen, auf die Sie während Ihrer Mission treffen. Identifizieren Sie jedes abgestürzte Schiff und melden Sie es den entsprechenden Unternehmen. Zeichnen Sie die Position aller gefundenen Wracks auf. Das sollten wir auch machen. Darum gibt es Marker und wir werden da ein bisschen was markieren. Und zwar positionsgenau. Was ist denn das? Ah, das sind die Steine da, wo man die Schriften oben sind. Ja, Produktion. Es ist alles gut. Aber ich lasse lieber dabei da. Ja. Ich lasse lieber dabei da. Und wir werden da das ein bisschen markieren. Achso. Ha, 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 ha. Einen Marker. Da ist er, das Leuchtfeuer. Titan, Silizium, Aluminium. Das haben wir nicht. Und wird es da auch nicht geben. Da haben wir schon gelesen. Ich habe hier einige seltsame Überreste gefunden. Als hätte dort was bereits Menschen gelebt. Aber diesen Planet ist so weit von den bewohnbaren Welten entfernt. Wie könnte das sein? Die Überreste scheinen uralte Trümmer zu sein, aber ich kann sagen, dass diejenigen, die sie hergestellt haben, sehr weit fortgeschritten waren. Die Tafeln sind unleserlich, da fast alles durch Erosion und Stürme gelöscht wurde. Ich verstehe es nicht. Ja. Okay, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Okay, na, sonst haben wir alles gelesen und es gibt leider nichts, da müssen wir zu uns nach Hause. Ja. Dass wir da das Leuchtfeuer her da kennen. Okay, das werden wir uns ja da ein wenig merken. Okay. Dort ist unsere Höhle. Ja, und da ist wieder was. Wieder Trümmer. Schmidt.
Schmetterlinge, Frösche. So, da ist das gute Stück. Ja, der Eingang sieht anders aus. Tatsache. Ja. Weiß ich nicht, kann man da rein? Das ist die giftige Höhle. Also so, der Rauch macht uns nichts. Der tut uns nichts, aber dass wie ein Fluss aussieht, das da unten, das ist giftig. Da haben wir ja schon was. Also die Flüssigkeit ist giftig, da sterben wir. Haben wir ein bisschen Licht auf, aber das Licht, ich weiß nicht, Herrst, der tut mir echt leid, ich komme mit dem Licht nicht zusammen. Einstellungen. So, der Innere, da gehen wir jetzt auf 50. Da gebe ich jetzt wenigstens einmal das Doppelte, damit ich einen Effekt ziehe. Was macht der da? Ist egal, was ich da einstehe. Es bringt nur halt nichts, leider, gell? Komm wieder, Jung. Na. Jetzt. Die Höhle, die dürfte sehr, sehr groß sein. Also ich schätze mal, das war's halt. Wow! Ah, da kommen wir ins Schwarz-Weiß-Gebiet rüber. Gehen wir umschauen? Nein, egal. Aber es ist Schwarz-Weiß-Gebiet, wissen wir. Da haben wir einen Container. Der ist sogar offen. Die Frage ist, darf ich... Okay, das tut uns weh. Höher. Das fixieren wir jetzt. Schaut, da sind Kisten. Gutes Material. Gutes Material. Haben wir wirklich alles reingebracht, hä? Andererseits, was ist was drinnen? Warum denn nicht? So, fixieren wir die Höhe. Da werden wir unseren Weg nach unten suchen. Die wollen mich doch veräppeln. Schau her. Die Intensität. Ja.
Und die Range, die sagt eigentlich aus, wie weit. Jetzt leuchtet's, glaube ich, naja, schau mal. Da ist Ausgang. Du bist dort. Schau her. Da hat sie ja was zerlegt, hä? Da kommen wir rein. Okay, und da ist er auch schon vorbei. Was? Ah, mit Sprengstoff kommen wir da rein. Ich hab keinen da. Muss ich schauen, ob im Auto noch einer ist. Kann mit Sprengstoff zerstört werden. Und die Kiste ist auch schon leer. Da war ich schon. Aha, Fracht, Herkunft, das ist dort, Giftigkeit. Ui, da haben wir wieder was Giftiges drinnen. Ne? So, auf wie zu unserem Auto. So, da jetzt weiß ich nicht mehr, wo geht's da jetzt runter? Moment einmal, da ist unser Auto. Irgendwo habe ich ja. Da kann ich um mich. Da geht's runter scheinbar, okay. Wo ist denn jetzt die Brücke? Stopp! Wo ist denn jetzt die Brücke, sag einmal? Ist da da? Kann man da? Hab doch gerade eine Brücke gehabt. Gesehen, da ist. Okay. Okay, und dann da runter. Na, schauen wir, ob das geht. Na komm, lenk ein bisschen mehr. Holprige Partie, aber es geht. Komm ich da wieder hoch? Ist das giftig? Nee. Blöde ist, wir können eigentlich nach Hause fahren, weil ich ja nichts mehr reinbekomme.
Da ist auch noch eine Kiste drin. Ich sehe, da kann ich noch lesen. Ich wusste, dass wir unsere Reiseroute nicht hätten ändern sollen. Es gibt einen Grund, warum einige Teile des Universums immer noch unerforscht sind. Ich kann in diesem Loch nicht sehen und es gibt nichts außer Stein zu finden und mein Bein tut höllisch weh. So, der hat einen Hunger, hat er gesagt. Nein, einen Durst in erster Linie. Okay. Dafür kann ich das Eisen ersticken. Ja. Tja, ich würde sagen, doch leider nochmal nach Hause. Wir brauchen da einen Teleporter, glaube ich. Hä? So, da ist unsere Brücke, dann darüber wieder. Ich glaube, wir werden uns da ein bisschen was einstecken, dass wir einen Teleporter aufstellen können. Ein wenig eine Basis. So, wo bin ich denn da jetzt reingekommen? Da, oder? Oder auch nicht? Geht's denn dahin? Ja, eh raus. Okay, dieser andere aus. Deck aus. Ich weiß schon, wo das ist. Nur gibt's halt da kein Umkommen nicht. Oh, da kommen wir durch. Da kommen wir durch. Okay, das heißt, da geht's aus. Ich würde sagen, Leuchtfeuer mitnehmen. Okay, da geht es nämlich her zu der Burg. Leuchtfeuer mitnehmen. Dass wir Markierungen setzen können. Also ob da jetzt das so gut ist, dass ich da raus bin, weil ja da die Lava ist. Okay, der Star sagt schon. Na, schau mal, gib mir ihm die Chance. Upsi! Ja. Ich glaube, wir werden da gepflegt umdrehen. Und rein wieder in die Höhle. Ups! Hänger blieben auf einen Star. Irgendwo hänge ich jetzt. Ja, wieder auf einen Star. Ah, jetzt! Da haben wir auch eine Truhe. Na doch nicht. Stein. Lass mich aussteigen. Ich muss nachsehen, wo da der Ausgang ist. Da her, da ist, das haben wir auch gesehen. Aber. Shit, wo bin ich denn hergekommen? Das ist ja super, hä? Kann ich das nur mit Druck ehren? Ich muss schauen, wo ich da reingekommen bin.
Da geht's aus sie zum Dingsen. Sinsen. Ah, da ist er. Da ist die Säule. Und da ist der Ausgang. Oder ein Ausgang. Nein, es ist sogar der. Okay. Jetzt muss ich natürlich schauen. Natürlich, ich bin ja hingekommen auch. Also muss ich ja zurückkommen auch wieder. Logisch. Und es regnet. Aber eh bei uns auch, also es regnet in Wirklichkeit auch. So, fahren. Die Steine, ich hoffe, das bügeln sie noch aus ein bisschen, dass er eventuell drüber springt oder so, also da geht's raus. Wo der Eingang ist, wissen wir ja schon, und jetzt ab nach Hause, Wasser, ab nach Hause, würde ich sagen. Warten, wir müssen nicht trinken. Und essen. Ganz schön sortieren. Okay, da komm ich da hin. Lass mich schnell überlegen. Okay, wenn ich aber da rumfahre, wäre es besser. Und wir kennen ja im Autozubehör einen Überschlag. Können wir ja nachschauen, ob es wieder was Neues gibt. Da haben wir eine Truhe, die lassen wir aber. Ja, da haben wir noch einen Wald. Wieso? Da geht's aber, oder? Ja. Dass doch diese Ansicht ist einfach mehr Übersicht, wo die Action da drinnen besser wäre, ne? Aber ich sehe auch nichts. So, schnell nach Hause. Ups. Sorry. Blub, blub, blub. Na, wir haben den Stadionhänger da. Oder wir sind zu Hause, wir haben es wieder geschafft. Das freut mich ganz besonders.
So, das Zeug wird abgeholt. Gewisse Sachen machen wir selbst. Na komm, Mauszeiger verschwindet oder Herste. Der ist ja schon voll, ne? So, wo schnallt man denn das Auto hin? Das passt ja wieder super. Dann müssen wir da weiter her. Ich weiß, dass es nicht passt. So. Ja, das hat irgendein Problem. Daher geht's. Dann tun wir es da dabei hin. Genau. Ja, egal, oder? Crouchen kann ich doch nicht, gell? Na, da geht's auch nicht. Da tut es auch ein wenig komisch herum. Ich würde sagen, oder damals. Daher. Dass man den Erfolg sieht. Na! So. Passt. Haben wir da irgendwas dazu gekriegt? 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Schauen wir nach. Drei, drei, zwei, zwei. Zwei, zwei, drei, drei. Passt. Zwei. Ja, hier, zwei, zwei. Das sind die zwei. Dies ist 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Na stimmt, wir haben alles. Also gibt momentan noch nichts. Unter der zweiten Auto craften, dies geht. Gehen wir mal her und dann da alles rausnehmen. Ui, dies wird ja interessant werden. Da werden wir einige Schränke noch aktivieren müssen. Klickt man sich da mal durch. Klickt man sich die Fingerwand. Also das wird jetzt sicher noch interessant werden. Und voll. Ey, und die Stunde ist auch schon wieder fast hinüber. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Es war eine kleine Rundfahrt. Ich glaube, das war okay. Wir haben das neue Gebiet gesehen. Ich hoffe jetzt im finalen Zustand. Ich glaube nicht mehr, dass da großartig was geändert wird. Und die Höhle haben wir angesehen. Angesehen. Das ist wie angezogen, so wie kurz angefasst. Na, die Höhle, wer die wird, also das Video geht morgen online, die Höhle geht dann übermorgen online. Entschuldigung, wieder ans Mikrofon getötzt. Das passiert, wenn man mit den Händen und beim Reden ein wenig auffuchteln wird und das Mikrofon mir ins Gesicht hängt, dass da mir einer einen Eislutscher ins Gesicht holen und sagt da nimmer mal. Was haben wir denn da? Schaut, da müssen wir fast nur ein paar herstellen. Zeolit ist eh reingegangen. Super Alloy ist voll. Alu ist
voll die Mutagene. Voll. Bakterienproben nicht voll. Warum ist das da nicht eingegangen? So viele Drohnen und dann haben sie keine Zeit nicht. Schau her, das kriegen wir alles gar nicht mehr rein. Dann tun wir es zu den anderen dazu. Hau, 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 hau. Okay, was haben wir denn da dann? Da ist nichts Neues, gell? Was? Was haben denn wir? Ein Sechser, ja. Ich dachte schon, es gibt was Neues und ich hab's noch gar nicht. Hätten, täten, husten, hätten. Hätte ja sein können. Da hau ich den Schnodder. Natürlich schmeißen wir es nicht weg. Schau her. Die Seide soll eh raus. Da kommt dann allerlei rein. Die Seide soll raus und allerlei soll rein. Das allerlei ist dies. 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 Und das. Vorerst. Da darf er das jetzt wissen. Einer dort, die Seide soll rausgehen. Jetzt ist draußen. So, da. Nein, nicht weggeschmissen. Da haben wir ja nur mal irgendwo. Triebwerke sind es, genau. Und Seide ist auch irgendwo noch da. Auf alle Fälle da bei den Stoffen. Ja, das wird in der nächsten Folge passieren, dass wir Sachen herstellen wieder. Moment einmal. Ja, das dürfte gepatcht worden sein. Ich habe es wieder reingestellt. Ah, da haben wir eh die drinnen. Da haben wir aber da auch schon zu wenig Platz. Da dürfen wir auch wieder einen großen Sekze. Es ist wieder. Wir werden natürlich auch wieder Tiere machen, aber wir werden das jetzt alles nicht mehr da aufstellen. Und ja, für die Woche, was habe ich denn vor? Also jetzt werde ich mal die Planet Crafter mit dem Spielstand mich ja die jetzt ein wenig ausspielen. Sag ich gleich ehrlich. Weil jetzt sind wieder neue Sachen dazugekommen. Es hat mein Interesse geweckt. Und ich glaube, das ist gut so. Denn so brauchen wir nicht wirklich was da. Wir brauchen eigentlich nur mal warten, bis die anderen Wörter aufsperren, dass wir die besuchen können. Und das unser Terraforming starten können. Aber schön machen. Das Ganze schön machen. Das Ganze drumherum wirklich super anordnen, dass es vielleicht nicht nur einen Sinn macht, sondern auch gut aussieht. Dass es auch gut aussieht. Ne? Lass mich nochmal schauen. Einstellungen. Ich glaube, den gehen wir eh so lassen. Leuchtet das jetzt? Ja, seht ihr? Auch die Partikel, die was da quasi in der Luft herumfliegen, Einstellungen. Es leuchtet weit, ja. Aber nachdem das ist echt das erste Spiel, das ich kenne, ja, wo die Grafik
wo die Textur das Licht schluckt. Das kenne ich normal nicht. So, wir kriegen keinen Kegel. Wir bekommen keinen Kegel. Es leuchtet, ja, aber... So, jetzt haben wir die Intensität auch ganz hoch gestellt. Es sieht sehr intensiv aus. Ja! Jetzt etwas besser. Seht ihr? Ja, das werden wir probieren in der Höhle. Achso, ich habe das wieder verstellt. Weil das ist der Standard, dass man auch rüber so weitgehend hochkommt und so. Und ich dann C nochmal drücke, dann bleibe ich auch in dieser Höhe. Rakete und tschüss. Warum zischen die nicht da? Was gibt es denn da Schönes? Bis auf Kleidung, die kennen wir aber. Es ist nichts Neues da. Leider nein. Also ich starten. Da ist nichts drinnen. Die kann man eigentlich auch mal abtischen lassen. Letztendlich können wir alles starten. AT. So, dass es ein bisschen heller ist. Ja, jetzt leuchtet es ein bisschen. Bisschen stärker, ein bisschen besser. Gehen wir her, damit es nicht schwierig wird. So. Das ist ganz einfach. Genau, und die braucht man keine Gedanken machen. Ah, da ist es runtergegangen. Okay, sogar der Berg. Wir probieren es in der Nacht aus. Okay. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Schau, da haben wir auch noch so viel drinnen. Drum, wohin damit? Ich verabschiede mich. Ich sage einen recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Bei Gefallen, Liken und Abonnieren nicht vergessen. Falsche Richtung, Max. Und kommentieren. Besonders kommentieren. Macht da Vorschläge. Was würdet ihr machen? Was würdet ihr ändern? Oder passt es so? Oder habe ich was übersehen? Sollen wir die noch eine Tour machen? Wollen wir ein Portal starten? Schade, ja, das muss man alles in der Tasche haben. Da funktioniert das nicht, aber das hat eh hin, weil sonst haben wir ja gar nichts mehr zum tun. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Also grün, dann unsere Pulsarquarze, violett und drei blaue. Kriegen wir gar nicht rein. Oder doch? Schau her, eins da passt. Ich öffne diese Welt, schau mal kurz um mich. Und ich lasse aber, genau, und da darf man angeblich nicht mit dem Fahrzeug rein. Jetzt könnt ihr mir ja schreiben, ob wir es nicht trotzdem testen wollen. Ich kann ja hergehen und ein zweites Fahrzeug craften, ja. Und mit dem fahren wir rein. Weil es ist gedacht, das Fahrzeug in der Tasche zu haben, hier auszupacken und dann herumzueiern. Dann schaut sich bitte mal die Umgebung an. Was ist da besser? Dass ich mit einem Auto da umeinander eiert oder mit meinem Gleiter?
Ich glaube, da ist der Gleiter 100-mal besser. Zumindest in dem Gebiet. Da, schau, da haben wir unser Wrack. Das, was wir dieses Mal, nein, brauchen wir nicht. Aufklatschen. Taschenlampen geht super. Sehr weit rein. Das müssen wir natürlich später dann zurückdrehen. Genau. Da geht's dann weiter. Das machen wir alles in der anderen Folge. In der anderen Folge. Ich sehe ja schon fast gar nichts mehr. Und druck C. Okay, ich gehe auf. Jetzt kann das Licht da. Das Licht ist nur für draußen. Sobald wir herinnen sind, müssen wir das natürlich zurückdrehen, gell? So, aber schön haben sie es gemacht und es gibt keine Performance-Schwierigkeiten mehr. So wie es aussieht, haben sie die... Dort ist ja nur eins! Okay, das hat zwei... So. Ja, ist leicht schon super, gell? Wir sehen wieder was. Herin lassen wir das natürlich Standard. Okay. Das wird alles sehr interessant. Ja, das können wir sie auch mitnehmen. Der gefällt mir auch. Das natürlich auch, ist eh klar. Ja, ich würde sagen, dass wir hergingen, ein paar Sachen verkraften. Naja, ein paar Sachen verkraften hört sich gut an. Wir müssen schauen, dass wir mehr Sachen verkaufen. Wir haben so viel auf Lager, dass das einfach ein wenig schon zu viel ist. Eine da, die ist natürlich nicht. Weg damit. Da schon wieder Terratocken. Also Terratocken, wo sehe ich denn, wie viel das wir denn schon haben? 36.009. Na, na. 369.511. Alter Schwede. Falsche Hitten. So, da. Aber jetzt verabschiede ich mich. Da, da schauen wir jetzt danach. Und dann haben wir es für heute, oder? Es gibt derzeit nichts zu entschlüsseln. Ja, logisch, wir haben ja schon es vorerst. Und ein paar Tiere können wir machen, die können wir aber dann woanders hin tun, wobei wir, wie gesagt, da möchte ich die auch umbauen. Unser Plätzchen, unseren Platz möchte ich schöner machen. Schaut her, wir haben so schöne Sachen da, plus den Tieren. Wir könnten da, statt dessen, was wir da haben, ich meine, ich würde jetzt nicht großartig umeinander stehen, das habe ich nicht vor. Aber ein bisschen, weiß ich nicht, schöner machen halt, ne? Wir haben da so viel Platz am Wasser. Ich würde mal sagen, dass wir das Wasser da mit zu machen. Ne? Machen wir das Wasser zu und stellen die Sachen da drauf. Dann haben wir da viel mehr Platz. Und können dann mit den schönen Sachen, was wir da haben, was wir da bekommen haben, und durch die Mod kann ich ja Sachen, leider nur die Sachen da, aber vielleicht kommt da ja noch was dazu. Man kann sich ja umsehen, vielleicht gibt es ja dann eine andere Mod, was die Datenbank abruft. Das wäre natürlich super. Mehr Bauteile, warum dann die nicht mehr Bauteile nicht? Schreibt es keiner? Schreibt keiner, dass man mehr zum Bauen hätten gerne?
Deko, speziell Deko. Man erinnert, dann sollen sie halt einen Shop draus machen von mir, sonst zahlen wir halt einen Euro. Ich glaube, das kann sich auch jeder leisten. Aber das war halt ein Wahnsinn, wenn so etwas da wäre, um es zu verschönern. Es muss keinen Sinn machen, nicht unbedingt, aber für schöner wohnen. Okay, so, jetzt bin ich wirklich daher, ich stehe mit einer, ich tue speichern und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.